Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, letzte Woche war ich im Kinderlager in Portofunk. Darum war ich auch am Sonntag, letzten Sonntag, nicht da. Und als die einzelnen Teilnehmer ankamen, fragte ich jeden nach seinem Namen, um die Anwesenheit zu bestätigen, und ich versuchte mir wirklich gleich sofort den Namen und Gesicht zu merken. Es war natürlich unmöglich bei 62 Kindern, und sie kamen auch innerhalb von einer Stunde alle an, sodass ich jeden immer nur ein paar Sekunden sah und einige sich auch ähnlich sahen. Als wir uns dann am letzten Tag umarmten, konnte ich jedes Mal nochmal jedem ins Gesicht schauen für ein paar Sekunden. Da kannte ich dann schon viele Gesichter und Namen, trotzdem konnte ich mir nicht alle merken. Aber ich versuchte, jeden nochmal ganz bewusst wahrzunehmen. Das Gesicht eines jeden Menschen ist für uns wesentlich, damit wir diese Person, eine Person identifizieren. Jedes Gesicht mit seinen Details, mit den Proportionen der Nase, des Mundes, der Augen, der Augenfarbe, der Hautton und so weiter. Das ermöglicht uns, eine Person von der anderen zu unterscheiden, wenn es nicht gerade eineiige Zwillinge sind. Meistens merken wir uns ja nun vor allen Dingen das Gesicht und nicht die Kleidung oder den Haarschnitt oder irgendwelche anderen Körperteile. Denn das Gesicht ist das, was wir immer sehen können, was ja aufgedeckt und sichtbar ist. Und es ändert sich ja auch nicht einfach so wie die Kleidung oder der Haarschnitt, außer jemand macht eine Operation im Gesicht. Und wir sind es dann darum auch gewöhnt, dass wir uns versuchen, das Gesicht von jemandem zu merken. Weil es eben dieses Merkmal ist, an dem wir jemanden erkennen, ist das Gesicht irgendwie auch Teil der Identität eines Menschen, die wir ihr zuschreiben. Außerdem, das wissen wir auch, wird über das Gesicht, ob wir es nun wollen oder nicht, auch der Gefühlszustand zum Ausdruck gebracht oder ob jemand aufmerksam oder nicht ist. Und so schauen wir ja auch meistens jemanden ins Gesicht, wenn wir mit ihm präsentiell kommunizieren, also wenn wir direkt anwesend sind. Beim Telefonat kann das dann schon wieder anders sein oder wenn wir über ein anderes digitales Medium kommunizieren. Sie erinnern sich daran, wie schwer das dann vor allen Dingen in den Zeiten der Pandemie war, als wir alle mit den Masken rumliefen, mit dem Nasen-Mund-Schutz und dann uns überhaupt nicht orientieren konnten an den Gesichtern. Oftmals, mir ging es oft so, es kamen Leute in Gottesdienst und ich habe mich gefragt, oh, wer ist das? Ist das jetzt die Person oder die? Und ich musste dann höflich fragen, sind sie der und der oder wie heißen sie? Natürlich war es auch für mich total schwer, als ich wieder in der Schule angefangen habe, mir all die ganzen Namen der einzelnen Schüler zu merken. Und es ist ja auch so, wenn wir jemanden fragen, nach jemandem, ob er ihn kennt, dann ist es ja so, dass man erst sagt, ja, ich kenne die Person, wenn einem wieder in Erinnerung kommt, wie derjenige aussieht, welches Gesicht derjenige hat. Ja, auch Mose. Mose, derjenige, der das Volk aus Ägypten führte, kannte Gott, wusste, wer Gott ist. Er hatte eine gemeinsame Geschichte mit Gott. Gott hatte sich ihm im brennenden Dornbusch offenbart. Sie sprachen beständig und Mose wusste ganz genau, wenn es Gott war, der mit ihm sprach. Aber Gott zeigte sich
auf andere Art und Weise, nicht durch sein Gesicht. Mose erkannte Gott an seiner Stimme, an seinem Namen, den Gott ja Mose verriet, ich bin, der ich bin, und durch verschiedene Zeichen und Handlungen, die wohl eindrücklichste und stärkste Geste sind ja die Plagen gewesen, die zur Konsequenz hatten, dass das Volk aus Ägypten befreit wurde. Auch danach ist Gott beständig im Kontakt mit Mose und berät ihn, etwa als es verschiedene Konflikte im Volk gab, oder er überbringt ihm die 10 Gebote und andere verschiedene Anweisungen. Und es geschieht, dass es Mose schwerfällt, sich Gehör beim Volk Israel zu verschaffen. Denn als er die 10 Gebote hält und die anderen Weisungen am Berg Sinai, da weicht das Volk völlig ab von seinem Glauben an Gott und macht das goldene Kalb. In dieser Situation des Misstrauens ist Mose sehr besorgt, ob denn Gott auch weiterhin helfen wird und sich zeigen wird. Er hat Angst, dass Gott sich vom Volk abwenden könnte und dass auch natürlich diese mangelnde Autorität gegenüber dem Volk ein Problem sein könnte. Er fühlt sich ohnmächtig. Und so kommt in ihm das Bedürfnis auf, sich der Gegenwart Gottes zu versichern. Und er bittet Gott etwas ganz Besonderes. Wir hören im Exodusbuch im 33. Kapitel, die Verse 18 bis 23. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Gott segne an uns dieses Wort. Mose bittet Gott, dass er seine Herrlichkeit sehen möge. Und Gott ermöglicht ihm diesen Wunsch. Er verspricht ihm: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen dem Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Es ist interessant, dass Gott diese Antwort gibt. Er stellt seine Güte als erstes voran und dass sein Name ausgerufen wird. Ich bin, der ich bin, das ist doch sein Name. Er ist anwesend, Gott zeigt sich, obwohl das Volk ihn gerade abgelehnt hat und das goldene Kalb angebetet hat. Das ist es doch, was Güte ausmacht. Und das ist das Wesen der Herrlichkeit Gottes. Sein Bemühen, mit dem Volk Israel zu sein und zugunsten dieses Volkes zu handeln. Und dann ist es natürlich auch auffällig,
dass Gott sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Niemand, kein einziger Mensch kann eben genau das sehen, was uns ja normalerweise ermöglicht, einen Menschen zu identifizieren, einen Menschen von einem anderen zu unterscheiden. Das Gesicht. Warum erwähnt das Gott? Warum ist das Gott so wichtig, das Mose gegenüber zu betonen? Mir fallen verschiedene mögliche Ideen ein, warum es so sein könnte. Zum einen, Mose ist ja schon fähig, Gott zu unterscheiden. Das ist möglich durch den Namen Gottes, durch seine Stimme, durch seine Zeichen, durch seine Handlungen. Mose erlebt Gott ständig und weiß ganz genau, wann Gott zu ihm spricht. Er braucht also gar nicht sein Gesicht zu sehen. Ein anderer Grund erscheint mir, dass eben Gott Mose sagen möchte, du bist zwar ein besonderer Mensch, weil du zwischen mir und dem Volk verhandelst und kommunizierst, aber du bist nichts Besseres, nicht höher gestellt. Er möchte nicht, dass Mose vielleicht abgehoben wird. Und er möchte zum Ausdruck bringen, ich stelle niemanden höher als anderen. Jeder Mensch ist für mich gleich und erlebt das Gleiche und erhält die gleiche Information. Keiner hat mehr Information oder gar mehr Macht. Ich denke daran, wie oft in der Geschichte der Menschheit gerade das geschehen ist, dass Menschen meinten, sie wissen viel mehr über Gott. Sie kennen Gott wirklich und sie rissen an sich Informationen über seinen Willen, also angebliche Informationen, und sie versuchten dann mit dieser angeblichen Information, mit diesem angeblichen Wissen über Gott, ihre Ideen, ihre Visionen, ihre Vorstellungen von dem Angesicht Gottes anderen aufzudrücken, anderen vorzuschreiben, auf Kosten des Leidens von anderen Menschen, auf Kosten der Unterdrückung und des Einschränkens von Freiheit. Und eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass Gott zum Ausdruck bringen möchte, dass wir ja, wie auch Mose, von ihm Dinge erfahren und erleben. Und dass es eben halt immer nur Teile sind, die wir erleben und erfahren. Dass das, was er von sich wissen lässt, immer für uns beschränkt und fragmentarisch ist. Und dass eben niemand seine eigenen persönlichen, individuellen Erfahrungen, die er, die sie mit Gott machen, als die eigentlichen, wesentlichen, als das Angesicht Gottes reklamieren kann. So auch Mose. Er kann nicht seine Erfahrungen mit Gott als die eigentlichen, wesentlichen, als die einzigen in Anspruch nehmen. Auch wenn er eine wichtige Rolle in der Beziehung zwischen Gott und dem Volk spielt. Aber das Nicht-Sehen-Können des Angesicht Gottes heißt ja nicht, dass Gott in seinem Angesicht, in seinem Wesen nicht zugunsten der Menschen handelt, um die Menschen zu beschützen, um Wohlergehen hervorzurufen und dass wir nicht auch auf irgendeine Art und Weise sein Angesicht erfahren, erleben können, ohne es vielleicht direkt zu sehen. Ganz im Gegenteil, im gleichen Text, ein paar Verse vorher, wird beschrieben, dass das Angesicht Gottes, das Volk Israels, aus Ägypten hinaus in das gelobte Land leitet. Und im aaronitischen Segen, der
von Gott an das Volk übermittelt wird, wird ja auch zum Ausdruck gebracht, dass Gott sein Angesicht über uns leuchten lässt, wie wir es immer in den Segensworten am Ende des Gottesdienstes hören. Und es ist ja auch so, dass Mose hier in diesem Text die Herrlichkeit Gottes erlebt. Er macht es ihm möglich, diesen besonderen Moment zu erleben, sein Rücken zu sehen. Dadurch wird zum Ausdruck gebracht, dass es immer wieder möglich ist für uns, dass wir Gott erleben dürfen. So wie wir ja auch, wenn auch manchmal nur in Teilen, einzelne Menschen erkennen können, manchmal nur am Rücken, vom Weiten, an der Silhouette. Gott hat uns durch die Bibel unzählige Zeugnisse über Erlebnisse mit ihm vermittelt. Das ist ein bisschen der Sinn, der Inhalt der Bibel, nicht wahr? Und wenn wir darüber predigen, wie Menschen Gott erleben, dann ist auch immer die Einladung, dass wir Erinnerungen, eigene Erfahrungen mit Gott hervorrufen in uns. Diese Momente, in denen wir irgendwie etwas von Gott erhaschen, spüren, sehen, so wie es auch Mose erlebt hat. Darum steht für mich die Frage an Sie: Wann hast du vielleicht den Rücken Gottes, einen Strahl deiner Herrlichkeit erhaschen können oder eine Geste erleben können in diesen Tagen? Und die zweite Ermutigung, die ich geben möchte, oder auch Frage: Ist es vielleicht sogar denkbar, dass wir Gott gerade im Angesicht des anderen Menschen erleben können, wenn wir einmal in Ruhe und in Frieden den anderen anschauen? Ist nicht jeder von uns ein Ausdruck des Lebens, des von Gott erschaffenen Lebens? Ich denke an diesen Moment, wenn die Eltern das erste Mal das Angesicht des neugeborenen Babys erblicken, wenn sie mit aller Kraft und Macht die Schöpfung und das Leben erfahren durch das Neugeborene. Und ist doch nicht eben gerade das Blicken ins Angesicht des anderen immer wieder eine einzigartige, eine vielfältige, konkrete Erfahrung, aber natürlich auch immer wieder divers und verschieden, da jeder ein anderes Angesicht hat. Das ist meine Einladung an Sie, einmal ganz bewusst ins Gesicht des anderen zu schauen und die Gegenwart Gottes, das Leben im anderen wahrzunehmen, jetzt hier auf der Erde. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Jesus Christus. Amen.